Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Give Us a Cthulhu Adventure. Ich habe schon wieder eine Pause gemacht und in der Zwischenzeit habe ich, weil ich total irgendwie zuckersüchtig gerade war, jede Menge Gummibärchen gegessen. Also die halt mit Agatino und so sind, bevor jetzt jemand sagt, Gummibärchen sind nicht vegan. Das ist richtig, bei den meisten. Die sind es aber. Und ich habe schon übel lang nichts Süßes mehr gegessen. Also in diesem Sinne Süßes, natürlich habe ich mir auch mal ein Eis, habe ich glaube ich irgendwann mal vor kurzem mal erzählt gemacht. Habe ich euch das erzählt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mir heute schon wieder Eis gemacht, indem ich einfach gefrorene Erdbeeren genommen habe, Kokosmilch, also hier die aus der Dose. Und da noch ein bisschen ich habe so von Proteinshakes, diese Geschmäcker, die man reintröpfelt, habe ich hier halt zu Hause in Banane, Erdbeer, Vanille und so. Und ich habe da glaube ich Vanille oder weiße Schokolade habe ich noch reingetröpfelt. Also das sind nur Geschmackssorten, das ist auch vegan, keine Sorge. Und das wartet jetzt im Gefrierfach heute Abend auf mich quasi. Lecker, lecker. Und das Schlimme ist aber daran, ich habe halt mich übel lang jetzt halt sehr, sehr, sehr extrem gesund ernährt. Und ich habe mich auch wirklich wohl dabei gefühlt und so. Aber jetzt, weil ich wahrscheinlich so lange nichts hatte, was irgendwie süß oder so ist, hatte ich so einen Bock letztens halt erstmal auf salzigen Kram und habe mir Chips geholt. Ich habe, glaube ich, seit anderthalb Jahren oder so keine Chips mehr gegessen, also mindestens ein Jahr. Und halt auch nichts wirklich richtig Süßes, mal ein Stück Schokolade oder mal ein Dadeneis, das schon, aber jetzt nicht so die Masse, meine ich damit. Und ich habe, weiß ich nicht, so diese halbe Packung Chips gegessen und zwei, drei Tage später hatte ich zwei Pickel auf der Backe, voll zum Kotzen. Deswegen, das müssen wir wieder einstellen. Ich raste jetzt mal kurz aus, esse auf, was ich mir da gekauft habe in meiner Benommenheit und dann wird wieder gesund gegessen. So, wir setzen mal fort. Wir wollten nämlich dieses Mädchen mit ihrem Hund anquatschen, wenn ich mich richtig erinnere. Hey, Kid. Good evening, sir. I'm Buzz. What's your name? I'm Annie. Annie Pole. This is my doggy woggy Tad. Nice to meet you, Annie and Tad Pole. So, what you up to? Just waiting for my cousin. She was supposed to show up a half an hour ago. It's not like her to be this late. What's your cousin's name? Priscilla. Whoa! Really? You know her? Maybe. Well, hope she shows up real soon. Yeah, me too. I hope everything's all right. What are you drinking there, Annie? Dolphin's milk. It's really good for you, very nutritious. Yeah, I bet it is. Säugen Delfine ihre Babys? Ja, müssen sie, oder? Delfine gelten doch, glaube ich, als Säugetiere unter den Fischen, war es nicht so? Delfine haben Zitzen? Ich komme mir gerade richtig dumm vor, das zu fragen. Zum einen, weil es eventuell falsch sein könnte und total klar, dass Delfine das gar nicht haben. Aber die gebären doch lebend. Trotz dessen, dass sie in Anführungsstrichen Fische sind. Es sind ja keine Fische, aber sie gehören ins Wasser mit Kiemen und so einem Zeug. Wieder eine Wissenslücke, bei der ich mir gerade sehr dumm vorkomme. Machen wir einfach weiter und tun so, als hätten wir das nie gehört, gefragt oder sonst was. Hey, Annie. Think you could spare some of that dolphin milk? I would, but I might need to share it with Tad a bit later. See, he's really hungry, and my cousin's running really, really late. Oh, poor Tad. Poor Tad. So he likes milk, huh? Not really. He'd prefer a sandwich, but he'll have to settle for milk, because it's all I've got. Got it. Is sandwich die Umgangssprache für Sandwich? Oder ist sandwich was ganz anderes? Is everything okay with Tad? What do you mean? Well, his eyes are, wide apart? Yeah, he just sees more that way. He sometimes misses things coming straight at him, but I keep an eye out for them. That's nice of you. Das hatten wir erst letztens bei Bear With Me. Also wenn ich das jetzt hier gerade spiele, dann ist meine Bear With Me Aufnahme einen Tag her.
Oder zwei? Nee, ich würde sagen, ich habe gestern Bear With Me fertig gespielt. Ich weiß gar nicht, was das hier für eine Folge jetzt langsam ist. Aber für euch ist Bear With Me schon furchtbar lange her. Ich bin gerade voll im Spielerausch und habe richtig Bock, diese ganzen Sachen zu spielen, weil es so Spaß macht und so schön aussieht. See ya, Annie. Later, Buzz. Okay, da will ein Sandwich haben. Aber ein Sandwich ist nicht ein verdächtiger Keks, oder? A resounding no. Oder das hier? Kids really shouldn't be touching this garbage. Na gut, okay, dann wissen wir schon mal, wo Pistola hin wollte, müsste eigentlich. Moldy old buildings receding into darkness, and everything smells horribly of fish and fish things. Ugh. Naja, wenigstens ist es official. Aha. Boy, am I glad to be here in Fishmouth. Not really. I don't think she has an opinion. No. No. Sind alles nur Gebäude. Das Tür mit grünem Licht, gucken wir gleich. Mal das Inventar mal wieder wegklappen. Nee, dann die Tür. Green light shining through this particular door's window. I don't know what's going on in there, but it's intensely green. You'd probably need protection glasses in there. She doesn't come with a lockpick feature. Hello? Go away. Oh, but you see, I'm just interested in local culture and... Go away. Okay. Okay, die scheinen wahrscheinlich hier Brüder zu sein, die beiden, die es dort gibt. Hab ich was zu übersehen? Nein? Gut, dann ist das der Zeitpunkt, bei dem wir in die Tourist Information... Okay, jetzt geht er. ...hineinlaufen und mal gucken, was es dort so Schickes gibt. Ah ja. Ich finde das so cool. Das ist so cool, wie das aufgebaut ist, dass das hier so mega weit nach oben geht und alles. Sind das Disketten? Ja, sind's. Ein Lichtschalter, denke ich mal. Okay, den kann ich nicht berühren. Nicht berühren. Wo war das? SpongeBob, ne? Schnapsflasche. Kann ich die haben? It's a bottle of really fancy liquor. Going away gifts? Heißt das Stadtviertel go away? The label's almost peeled off it. Nah, I don't need her assistance. Well, I won't just swipe the man's liquor from under his nose, but I doubt he'll be missing the label on the bottle, right? Exotic liqueur. Das erinnert mich so ein bisschen an Layers of Fear. Der zweite Teil, falls jemand das von euch geguckt hat, das war ja in diesem Schiffsrumpf auch dieses Vieh, was so, ihr wisst bestimmt schon. Okay, hier gibt's so viel zu gucken. Wir fangen hier links einfach mal an. Hier ist nur die Tür mit nach draußen gehen. Sonst ist hier beunruhigende Bilder. A cornucopia of... You should not be using words you don't know the meaning of. A lot of creepy paintings, mostly fishing related. Day of the Tentacle. Fishermen, tentacles, barnacles and greenish people? Okay... Not her type of art. Not my type of art. Okay, das sind aber alles die gleichen beunruhigenden Bilder. Okay, dann gehen wir ins nächste, Magnete. Some kind of Fishmouth-themed fridge magnets. Oh, ich habe so einen Kühlschrank, also ich habe ganz viele Kühlschrankmagnete, zum Beispiel auch so ein Tetris-Spiel und verschiedene andere Sachen halt noch. Damals noch aus der Spieleredaktionszeit, da gab es ja übelst viele Geschenke immer und da waren halt so viele coole Kühlschrankmagnete dabei. Und ich habe aber einen Kühlschrank, der so eingebaut ist, also nicht einer, der so einzeln draußen steht, sondern so ein eingebauter. Und jetzt kann ich meine Kühlschrankmagnete nie benutzen, weil ja eine Holztür davor ist und logischerweise die nicht magnetisch. Magnets. How do they work? Kitty cares nothing for fridge decorations. I can't just swipe one. Better talk to the clerk. Ich habe zwar auch so eine Magnettafel, also es ist eigentlich ein Whiteboard, das auch magnetisch ist nebenbei, aber da passt nicht so viel drauf. Interactive guide on floppy disk. There's something you don't see every day.
Must be nice to see CRC error again in this day and age. Habt ihr noch mit Disketten zu tun gehabt? Da die meisten, also laut Statistik, ne, ich will nicht sagen, dass ihr alte Menschen seid, aber laut der YouTube-Statistik und damit laut der Alterseinstufung eures Accounts, wie ihr euch angemeldet habt, seid ihr alle mindestens 10 bis 20 Jahre älter als ich. Und demzufolge müsstet ihr Disketten kennen. She can't read floppy disks. She can't read, period. That's what you think. Ich habe sogar noch eine Kiste, wo ich ganz viele Floppies drin habe mit Spielen, damals noch vom C64 und so. Warte mal. War der C64 mit Floppies oder war der mit Kassetten? Der war noch mit Kassetten, oder? Ach du Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Oder waren das die riesigen? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Langsam verschwinden meine Erinnerungen, das Alter kommt. I can't just swipe one. Better talk to the clerk. T-shirt? I went to Fishmouth and all I got was out of there real fast. Appropriate. Nein. I'm several sizes smaller. Cute. I can't just swipe one. Better talk to the clerk. Was ist denn das hier? Ist da eine Glasscheibe davor und man muss das hier so aufmachen? Wahrscheinlich schon, ne? They all say Fishmouth. Ew. I agree with the sentiment. Naja, wenigstens nimmt's die Stadt mit Humor, huh? I'm not your personal miniature thief, Buzz. Miniature. Cute. I can't just swipe one. It's a multi-tool looking thing. They've always intimidated me. Looks over-sophisticated to me. Ich wollte auch immer so ein Ding haben, hab's aber nie bekommen. I'm not your personal miniature thief, Buzz. Miniature. I can't just... Okay, ich habe angenommen, irgendwann sagt er mal was anderes dazu, aber tut er nicht. Das sind weiterhin beunruhigende Bilder, die haben wir quasi also auch schon angeguckt. Das sieht aus wie eine Kuckucksuhr als Schiff, aber die können wir auch nicht verwenden. Okay, den Typen selbst können wir wahrscheinlich gleich ansprechen. Aber auch nicht die Bücher, nur die Bilder. Wartet mal, lasst uns mal so gucken. Bilder habe ich. Die ganzen Dinge. Und Angestellte, wir müssen ja bestimmt mit irgendwas bezahlen. Gute Frage, mit was? Mal gucken. It's the clerk in charge of this tourist info point. He looks, sophisticated? I'll leave you the pleasure of talking to him. Hello! Good evening, sir, and welcome to our info point. My name's William LQPW Watersworth, and I'm an official representative of the Fishmouth Tourist Board. What can I do for you today, sir? Wow. Schöner Abend, was? Ich bin hier, um Fishmouth für eine Weile zu besuchen. Sie sind nicht von hier, oder, Mr. Watersworth? Bob Ormstein. Wir versuchen's. Bob Ormstein. No, sir. William LQPW Watersworth, for what it's worth. Nice, evening we're having, huh? Nice is not a notion commonly associated with Fishmouth. While the evening, per se, with its undeniable charm and pleasant temperature, would qualify as nice, we are in Fishmouth. Therefore, I submit that it's a horrendous evening. Okay. I'm here to visit Fishmouth for a while. If I may say so, sir, that is a horrible idea. Yeah, I thought I'd... What? Did you just say horrible idea? Why, of course. Fishmouth is a run-down, rotting, almost abandoned mockery of a town. Nothing to visit, the people are anything but hospitable, and we're really not accepting of strangers during this particular time of year. I thought you represented the Fishmouth Tourist Board. I do. You're a tourist, correct? Am I not informing you, sir? I do not see how this is confusing. Sie haben gesagt, Sie sehen Fremde zu dieser Jahreszeit nicht gerne. Kommt es mir nur so vor, oder wollen Sie die Leute von Fishmouth fernhalten? Welcher Teil von Fishmouth ist Ihrer Meinung nach der absolut abstoßendste für einen Besucher? Sagen Sie, es gibt doch diese Begrüßungsgeschenke hier. Mr. Watersworth, ich werde reinen Tisch machen, ich bin einer der Entertainer. Und wir sehen uns. Ich will erstmal begrüßen. Oder wartet mal. Wir arbeiten uns von oben nach unten durch, damit wir auch wirklich alle Antwortmöglichkeiten haben.
You said you're not accepting of strangers this particular time of year. Are you more accepting at other times? No, not really. No. Is it me or are you going out of your way to drive people away from Fishmouth? Oh, we only have the tourist's best interest at heart. The best thing a tourist can do in Fishmouth is not be one. Be one what? A tourist in Fishmouth. Why do you not want me in Fishmouth? Oh, sir, you might have misunderstood. It's not that we don't want you in Fishmouth. We don't really want anyone here. Ever. Is that an economically sound attitude you guys are having as a community? It is the will of the majority, sir. Which part of Fishmouth do you think is the absolute most repugnant to a visitor? That's got to be this plaza here we're situated in for sure. Really? What about the rest of the town? Oh, just as horrible. No, even more horrible. Thanks for clearing that up. Any change of heart about me visiting your lovely town? No, and not a chance of it in the foreseeable future either. Thought I'd check. Say, you've got these welcoming gifts here. Corrections are the going away gifts, which we do encourage you to do at your earliest convenience. Yeah, what's on offer? You may choose between 5 options, sir. A jolly good fridge magnet with the inscription, Fishmouth. Not even once. A leather T-shaped shirt that says, I went to Fishmouth and all I got was out of there real fast. Horrible grammar, I know. A coffee mug reading, Fishmouth. Yeah. A Fishmouth Tourist Attractions interactive guide on floppy disk. There's really nothing to see, so no point in wasting DVDs on it. And finally, by far the most popular choice, the Fishmouth Multi-Tool. Opens anything, provides hints, helps solve puzzles, coerces people to reveal passwords, requires ceremony shaving of head, stripping down to underwear, slight change of religion, a 6-month-long vow of silence, and a little blood sacrifice. Very useful tool. Which one of the 5 shall it be, sir? Mess? Okay. Wir müssen wahrscheinlich irgendjemanden noch anquatschen davon, der irgendwas, was auch immer davon gern braucht. Am besten erscheint dir das Multitool, ne? I can't decide yet. Very well, sir. Do return upon having chosen wisely. That's a promise. Mr. Watersworth, I will come clean. I'm one of the entertainers. What is this you speak of, sir? I don't understand. The festival, Mr. Watersworth. Is this where I pick up my official entertainer license? You are very, very, very early, Mr... Yes, I wanted to get a feel of the place before my performance. It's a habit of mine. Don't worry, I've arranged for my stay in advance. Very well, sir. What type of entertainment should I look under? Puh. Ich spiele laut. Ich kann ein Publikum in weniger als 30 Sekunden zerstreuen. Ich habe eine quatschende Katze, kann ich das nicht? Ach doch, hier. Ich bin ein berühmter Zauberer. Ich habe eine sprechende Katze. Ich bin ein Stand-Up-Comedian. Katze. I have this talking cat. All right, let me see here. Mr. Thornston and his horrible singing beast, is it? Sure is. Oh, no, it isn't. Well, what do you know? It does speak. Oh, do make it sing, Mr. Thornston. It's time to stop being so modest, Kitty. The public wants you. Besides, I think Mr. Watersworth needs to be convinced of your singing abilities, lest he just give some imposters our license. Quite right, Mr. Thornston. We will talk about this, Mr. Thornston. What would you do with a Fishmouth sailor? What would you do with a Fishmouth sailor? What would you do with a Fishmouth sailor? In the morning.
That was something, indeed. Memorable, huh? To say the least, sir. Here's your license, Mr. Thornston. Enjoy your stay, and... I know. Keep out of everybody's business. Have a great evening, Mr. Watersworth. Doubtful. Goodbye. Ja, eine Lizenz mit einem Bonbon drauf, oder was ist das? Keine Ahnung. Dann erstmal... Da ist meine Stimme wieder. Erstmal raus mit uns. Wir können hier nichts weiter quatschen, ne? Wir müssen bestimmt... Also wir müssen mit Sicherheit zu den beiden Kollegen hier drüben rechts. Aber... Nah, they're not friendly. Na gut, dann zeigen wir den beiden mal unsere Lizenz, würde ich sagen. Mr. and Mrs. Webfoot, here's my entertainer's license. Huh. I'll be darned. Horrible singing pet, huh? Hey, didn't you say your name was Kirby or something? Thornston is my stage name. We just might be attending your show, Mr. Thornston. Welcome to Fishmouth. Keep yourself, and don't do no nosing around if you don't have to. Gotcha, Silas. See you folks around. There it is. That's Finman's over there. I don't know, man. It's been all fun and games so far, but this place is giving me the serious creeps. Can't argue with that. Okay, aber vorher gucken wir uns hier draußen noch um. It puddles. It's what it does. Wo könnten wir denn... Ist sie leer? I don't know which one is slimier, but no. That would... No need to... Ja, keine Ahnung. Ich wollte irgendwas machen damit. So, weiter. Oily and puddly. Nah, she's a neat freak. Can't think of any use for it. Den Thymionen können wir nicht anquatschen, aber dafür den Bürger mit der Zeitung. A Fishmouthian citizen really intent on reading that newspaper. Handsome fella. I don't want to involve her. Gliding down through the dark green water. Yeah? Was? Okay. He can breathe underwater because he has amphibious nostrils. I'm sorry, who? Cthulhu? Delfine? On the way down, he passed hundreds of trout of different sizes. Trout are freshwater fish and have underwater weapons. I mean, what? Trout are very valuable and immensely powerful. They are? Wozu brauchen wir das? Keep away from the trout! Okay, that's a promise. Gliding down through the dark green water. Okay, he's on a loop. Hat man das schon mal? He can breathe underwater. Ja. I'm sorry, who? Ja, das hatten wir schon. Wir können hier hinten auch noch reingehen und in das Haus. Aber liebe Leute, ich sehe gerade, wir sind schon fast wieder bei 25 Minuten. Deswegen würde ich an der Stelle gerne eine kleine Aufnahmepause einschlagen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Gibbous, a Cthulhu Adventure. Bis dann. Tschüss.